4. Wir befinden uns jetzt gerade bei unserem Haus, ich kann es mal kurz zeigen. Ja gut, das sieht man so im Hintergrund. Auf jeden Fall sind wir gerade einen schönen hunigen X7, den wir in der letzten Folge quasi nochmal voll aufgebaut haben. Jetzt hier und ja, das eigentlich wie sich darum drehen, dass wir das Taxi, was wir bekommen haben durch den Respin, das hier nochmal aufbauen werden. Also wir werden uns mal kurz genau und dann mal einen Aufbau von vom Taxi machen. Das heißt, es wird jetzt das schnellste Taxi der Welt, denke ich mal. Also irgendwie ist das hier mal verwackt. Immer wenn ich hier so rumgehe, dann kommt halt auf den Boden, aber geil, komm halt. Ja, okay, ist ja ein Brite, deswegen mal kurz auf der Seite einsteigen. Na. Könnt ihr bitte einsteigen? Würde es gehen? Alter. Könnte ich hier bitte einsteigen? Wenn ich hier bin, na gut. Hä? Ja, wenn ich hier bin, dann kann ich einsteigen. Okay, gut, dann steigen wir mal so ein. Machen wir einen Soundcheck. Ja gut, okay. Also ich bin jetzt nicht wirklich überrascht von dem Sound, aber trotzdem ist noch ein bisschen was anderes. Wir haben, glaube ich, sogar so einen Schalter oder so. Also da, wo Fair oder so. Fair, genau, Fair Extras. So, das ist, glaube ich, sogar so ein Taxi-Dings. Oder irgendwie so, keine Ahnung, und hier hinten. Man hat hier hinten sogar richtig Platz. Guck mal, da hat man sogar richtig Platz, wenn man da hinten drin sitzt. Und mit so einem Taxi würde ich auch mitfahren. Und das mal gönnt. Ich glaube, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich meine, das ist zwar alt und so, aber es sieht trotzdem für das Alter eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber gut, wir gucken jetzt mal, was man daraus so machen kann. Das ist ja mal kurz Upgrades und Tuning. Okay, Bodykit gibt es nicht, aber wäre jetzt auch kein Wunder für mich gewesen. So, Motor, wir können. Da kommen wir später. Weiß nicht, ist das I oder? Ich glaube I6. Keine Ahnung, auf jeden Fall können wir dann 6,2 Liter V8 einbauen. Und Turbo Rally. Wird dann geboren V8 ein. Also, ich denke, meiner Meinung nach am besten. Dann meine ich nochmal schön Twin Turbo. Das heißt, ein V8 mit Twin Turbo. Es gibt ein Breitbau-Kit dafür. Lol, es gibt ein Breitbau-Kit für alles klar. Ich weiß nicht, was ihr wisst, aber ich bin ein Teil der Breitbau-Fan, aber es gibt. Bauen wir doch den. Es kostet sogar 0. Was? Also wollen wir auf Drift oder auf Rennen einfach nur umbauen, dann würden wir nämlich AWD haben, weil ansonsten wenn wir driften wollen auf RWD. Gute Frage, ich glaube aber. Nee, ohne. Also AWD. Nee, das. Ah, ich war. Und das ist natürlich wieder so eine Geschmackssache. Nee, wir lassen es weg, das sieht kacke aus. Ich glaube, das ist unser so. Nee, das sieht auch kacke aus und das auch. Nee, komm, wir lassen uns mal so. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Dann machen wir nochmal andere Felgen. Gute Frage, die. Oder ATS. Ich glaube sogar. Aber das sind ja amerikanische, das ist aber was, die sehen glaube ich nicht ganz so geil auf dem aus. Oder doch. Aber nee, so welche glaube ich erst recht nicht, oder? Ich meine, nee, das sieht ja. Oder ist das mal sowas? Schwierige Frage. Schwierig jetzt für mich passende Felgen zu finden. Andere würden sagen, ja, da waren schon die passenden dabei. Ah nee, das finde ich alles irgendwie, weiß ich nicht, das passt irgendwie nicht. Ah, weißt du, so Z reinballern oder so. Nee. Wow, Z. Als. Sieht eigentlich auch nicht so geil aus. Ach komm, wir nehmen die jetzt immer provisorisch. Ich weiß, das sind eigentlich amerikanische Felgen, die packt man nicht auf den Briten. Auf jeden Fall hat man schon. Alter, schön den Breit hinten. Das ist ja richtig. Alter, das. Wow, Alter, das sieht richtig.
Das sieht jetzt okay aus, können wir zwischendurch auf Offroad umbauen. Oder auf Drag. Ich weiß nicht, oh, wir können das auch auf Offroad umbauen. Ah, das ist die Frage jetzt natürlich. Jetzt kommen wir die Sache, boah, legen wir den tiefer oder legen wir den hoch? Weil ich meine, mit diesen breiten Reifen sieht auch geil aus fürs Gelände. So ein Geländetaxi. Oder wir lassen, oder wir nehmen einfach so. Ja komm, ich glaube immer eine Tiefe, das ist halt so Standard. Und was hat der eigentlich für Reifen gehabt? So welche. Ja doch, das passt schon. Machen wir schon Getriebe hier. Oder immer schon eine Rennbremsen. So. Da wird dieser Tor noch mal rein. Wird ein bisschen teuer der Umbau, aber egal, das Geld investieren wir gerne. Einfach mal würde ich sagen, damit auch noch mal ein Rennen. Ja, ein bisschen vorankommen, ist jetzt, soll jetzt nicht nur ein Video darum drehen, wie wir ein Auto ziehen, sondern auch wie wir ein bisschen damit rumfahren und ein Rennen fahren und eventuell sogar noch gewinnen. Boah, eigentlich ganz gut, direkt an der Grenze zu 900 ist mal im Ideal, beziehungsweise direkt an der Grenze. Perfekt 900. So, dann lassen wir den mal so, damit wir nämlich noch perfekten Rennen fangen. Oh, der hat jetzt einmal, der hat 683 kW, weil ich muss mal ganz kurz ausrechnen, ihr müsst mal ganz kurz warten. Ich werde das kurz auf mein Handy ausrennen. Einfach ganz easy mit einem Rechner extra für kW. Den PS und dann werde ich mal kurz gucken. Ja, mit 600, okay, das sind auf jeden Fall über 600 PS. 683 sind genau, okay, 930 PS ungefähr. So, gut, ein Taxi, was 930 PS hat, ist doch schon mal nicht schlecht. Nehmen wir doch gerne. Oh, ey, jetzt haben wir ein Taxi, was 930 PS hat und mega krass aussieht so. Ja, sieht aus wie ein Dragster, aber naja, gut, man kann damit wahrscheinlich auch Rennen fahren. Okay, bestimmt ist es aber nicht wie ein Dragster. Okay, es ist zwar relativ schnell, aber naja, gut, wir können auch mal ein bisschen hier gucken. Mal ein bisschen top. Ne, 4,1. 3,9. Ja gut, ungefähr 370 Höchstgeschwindigkeit. Das geht doch schon mal in Ordnung, würde ich mal sagen. Ey, das muss man sich mal angucken. Er sieht schon mega aus dem Taxi, wenn man damit so abgeholt werden würde. Ich meine, man kann zwar nicht mehr drin sitzen in dem Überrollkäfig, aber trotzdem. Schon ist auch gar nicht so schlecht wie in dem V8er halt. Joa, wir achten mehr mit direkt von dem Haus quasi in Rundstrecken rennen. Fahren wir da direkt mal hin. Aber ich weiß nicht, der Bremse ist noch nicht so geil. Also bei dem wäre zwar schon Rennbremsen so, aber... Ah, das Handling ist nicht so geil. Boah, fahren wir mal mit denen, ne? Alter, warum auch nicht? Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der ein Breitpaket hat, aber tatsächlicherweise... Vorsatz hat sowieso für viele Fahrzeuge ein eigenes Breitpaket entwickelt. Oder... Ja, nicht hergestellt, aber halt... ins Spiel eingebracht. Und so auch für den Wagen. Was hätte ich halt null gedacht, aber okay. So. Ey, der ist schon verdammt fett. Mal angucken. Aber der VW-Bus da rechts. Der ist auch geil. Der ist ja mega tief. Und müssen wir uns nochmal holen. Den VW-Bus werden wir uns auch nochmal holen in irgendeiner Folge. Er geht aber gerade ab mit dem hier. Boah, das Handling ist von mega am Arsch bei dem. Aber durchziehen so. So können wir ihn wirklich auch für Drag rennen nehmen, weil der. Ja, schon. Boah, Alter, das ist aber. Der ist wirklich mega schwer zu handeln und ich glaub mir das, Alter. Aber der ist verdammt. Naja. Das ist mal so ein Supersportwagen, würde sich angenehmer fahren. Weil es heißt Supersportwagen, ich kann ihn trotzdem nur noch nicht mit. Boah, Alter, mit dem Supersportwagen mal gelandet, aber trotzdem. Aber ich sag, man kann halt nicht mehr im Handling machen. Ich habe jetzt schon alles Rennmäßiges drin. Renndämpfer, Rennstabilisatoren, Rennreifen, also Rennreifen. Das ist halt einmal dieser Wagen, der ist halt
Und dann kannst du halt perfekt in die Kurve rein, weil damit den Bus halt mega hart abbremst. Sonst ballert dir auch voll in die Wand. So, aber trotzdem macht eigentlich Bock mit dem zu fahren. 130 PS Taxi. Ich kann hier auch nur empfehlen, die Karre mal mir entweder zu kaufen oder durch die Wiesbaden dann halt einfach zu behalten. Das ist halt so krass. Schön gegen die Sonne. So, das Rennen hätten wir auch gleich. So. Aber übrigens muss gerade, also ich weiß nicht, warum das Bild manchmal ein bisschen kacke aus. Ich muss immer mit... Es da jetzt wieder mal komplett quer rüber. Ich muss mit Nvidia Links aufnehmen. Ich habe Nvidia erst das GeForce Experience oder so. Genau, damit muss ich aufnehmen, weil OBS und alle anderen Aufnahmen oder Streamprogramme immer abstürzen. Sobald ich das Game, also sobald ich das öffne, also sobald ich beides aufhab, stürzt immer Forza ab. Also von daher muss ich halt damit aufnehmen, aber das sieht glaube ich sowieso weniger performant. Das ist eigentlich viel besser als noch für Forza, was eh schon Performance-Probleme hat. Ja, also von daher ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber vielleicht... Ey, das sieht halt schon irgendwie krass aus. War nochmal eine krasse Polierung. Halt so eine Ghostbusters-Polierung, auch wenn die jetzt zu den Wagen eigentlich gar nicht passt. Alter, wenn es die gibt, ne, wenn es wirklich gibt, so eine Ghostbusters-Polierung, ich werde die mir dran packen an den Wagen. Oh, Einfluss, oh, ich glaube, haben wir sogar... Ne, okay, haben wir noch nicht, okay. So, gucken wir, was noch ansteht, so, was wir noch machen können. Ich glaube, die ganze... Ja, komm, wir machen die ganze Folge mit dem Taxi hier. Wir fahren also permanent nur Taxi jetzt in der Folge. Dann machen wir hier nochmal zum nächsten. Auf dem Horizon Subreddit kursieren Geschichten von herrenlosen Autos. Bestimmt nur Gerüchte aus dem Internet. Aber eines davon ist so vielversprechend, dass ich ihm einfach nachgehen muss. Gut, das werden wir in der nächsten Folge angehen. Jetzt mal mit dem Taxi hier. Das ist ja so krass, ey. Aber normalerweise wäre der so langsam, ne? Da wäre der so langsam. Aber gut, ja, es ist halt Forza. Man kann halt jedes Auto krass aufbauen. Durch Motor wechseln allen durch. Weil jemand sagen würde Engine Swaps. Okay, Fähigkeitspunkt verdienen, ja gut, dann. Mach's da immer. Perfekt. Was ist mit der Auspuff? Wenn normalerweise knallt das ja mal hinten, aber... Die erste Ausfahrt nehmen. Okay, lag, lag. Ach ja, ich sehe da genau unten rechts. Ich hab gerade unten rechts, also minimal sieht man den. Aber der ist noch nicht warm, der Motor, Alter. Das ist... Der Form steht ja schon mal so ein bisschen. Mag erstmal warm kriegen, der knallt ja bestimmt noch ein paar Mal. Das ist, zu fahren ist nicht so leicht, aber macht halt Bock. Das ist so meiner, knallt überhaupt nicht. Porsche oder irgendwas anderes, okay, der Jaguar ist auch fertig. Komm besser her und hol dir deinen Jaguar, sonst gehört er mir. In 400 Metern links. Aber eigentlich hab ich auch gar nicht so ein großes Interesse am Jaguar, aber okay. Wenn er halt zur Verfügung stellt. Boah, Alter. Kann es wirklich nicht so sein. Der ist halt schon voll. Ne? Ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, ja, kann auch Rennreifen draufziehen oder so. Du hast dein Ziel erreicht. Ist halt schon alles. Boah, ich glaube, die Felgen passen doch eigentlich relativ. Weiß nicht. Andere haben noch nicht in den Sinn gekommen. Ich dachte, das ist amerikanisch, habe ich ja schon vorhin gesagt. Amerikanische auf den Briten. Aber trotzdem. Aber das kann man eigentlich damit auch gar nicht vergleichen. Ich soll nicht sagen, keine Ahnung, ich ziehe. Ja. Oh. Ich weiß nicht, wie aussehen. Dann kommt der WBS-Felgen überhaupt. Also. Keine
Ahnung, das muss ich mal nachgoogeln oder so. Nachgoogeln ist aber egal. So. Jetzt, genau, hier ist das normale Taxi auch nochmal. Jetzt gerade nehmen wir uns, wie wird das an? Das sieht aus wie ein Trabi, das eine. Gut, wenn der Bock hat, kann ich die Karre auch nochmal kaufen, dann wollen wir die auf Drift, weil wir wollen die Karre nochmal einfach auf Drift rein, nehmen wir neu kaufen. Weil quasi noch ein Drifter. Aber das glaube ich ziemlich unnötig. Wenn die Karre nochmal als Drifter haben. Aber drei Runden, okay, das. Ja, das ist ein bisschen, das dauert ein bisschen. Das braucht ein bisschen. Oh. Aber okay, im Griff. Ja gut, das war jetzt mal wieder ein bisschen besser. Vielleicht habe ich es unterschätzt. Vielleicht habe ich es unterschätzt. Ich habe immer nur dumm zu fahren. Das kann natürlich auch sein. Okay, was ist denn das für einer? Okay. Okay, ich habe gerade mal die Spawnpark. Ich weiß nicht, ob die auch haben. Der Deck zwar noch nicht so oft hier in der Folge gerade, aber... Soundbugs. Okay, jetzt immer irgendwas Neues, wisst ihr? Jetzt wird bestimmt irgendwelche FPS-Einbrüche. Dass ich nur 30 FPS habe oder so. Alter, das... Vielleicht soll ich da nochmal ein paar Sachen runterstehen. Aber ich habe keinen Bock, zum Beispiel Schatten auszubauen oder so, das ist ja dann... Nee, Alter, wer will denn Forza Horizon 4 in dieser geilen Grafik ohne Schatten spielen? Das wäre, nee, das kann ich mir nicht antun, das kann ich mir einfach nicht antun. Das könnte ich mir nicht antun, Alter, ich kann, nee. Ich habe Horizon 4 ohne Schatten. Generell egal, was für ein Game ohne Schatten, das ist ekelhaft. Sieht einfach nicht mehr geil aus, weil dann alles, weil der Boden dann quasi komplett überall so hell ist. Wobei dann quasi, Alter, nee. Alter, ist... Dabei der Wagen hat ein gutes Standing, aber ich bin einfach nur zu dumm, den zu fahren. Wobei es gibt Karren, die noch deutlich besseres Handling haben. Aber gut, ich meine, der Wagen ist natürlich auch nicht als für eine Klausur und so nicht für so viel Speed konzipiert. Das ist ja nicht eigentlich... Aber ich glaube, normal würde irgendwie 130 oder so fahren. Irgendwie krass. Ich weiß nicht, es ist nur geraten, aber trotzdem. Der wäre ja neben... die normal irgendwie 160 fahren, glaube ich, oder 200. Deswegen muss das Handling auch nicht so, aber deswegen haben wir trotzdem Rennfahrwerk und so reingekommen, aber hat nicht so viel gebracht, wobei vielleicht doch ein bisschen. Aber gut. Jetzt wirklich stehen noch ein paar Schweinfunde an. Aber das können auch. Aber würde ich sagen, noch eins und dann haben wir es für die Folge jetzt. Ich glaube, nach dem nächsten Rennen müsste man sowieso Level up sein oder jetzt schon. Oh doch, ich glaube schon, wir bekommen hier gerade so viel. Oh ja, doch, müssen wir. Ich glaube, wir sind Level up dann. Ja, sehr, sehr gut. Willkommen mal fangen, okay. Und wir spin. Ey, mal gucken. Gucken, was er jetzt wieder bekommt. Ja. Und wir können aber halt auch wieder rum, so wie im Payback halt Offroad so höher legen, alles. Ja, das machen wir sogar. Ich würde sagen, die Bombe so ready-mäßig oder so Offroad um. Trans bei. Ich hab keinen Bock jetzt wieder irgendein Race oder Drifter zu bauen, daraus das dann mein Offroad-Bild aus dem zu machen. Das heißt, das werden wir auch nochmal machen. Vielleicht in der nächsten Folge. Das heißt, wir werden mit dem als Offroad-Bild Scheunenfunde nachgehen. Aber gut, jetzt sind wir erst nochmal hier. Okay, das ist die letzte Runde der Horizon Straßenrennserie. Danach schwebt mir etwas anderes. Ja, dann machen wir direkt das hier noch. Etwas Größeres. Mal direkt das hier. Es gibt wohl einen Drift-Club in der Nähe, der sich... Naja, Drift-Club nennt. Ich habe mit deren Boss Robert Glenn geredet und du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich ihm sagte, dass ich dich kenne. Er will dich unbedingt kennenlernen und will sehen, was du hinter dem Steuer drauf hast. Das können wir sogar nochmal machen irgendwann, aber... Nee, ihr wisst schon, ne? Diese, was wir diese nächste Folge vorhaben.
Das heißt, das hat dann wahrscheinlich eher in der... In 100 Metern vierten, links abbiegen. Vierten Folge. Vierten Folge da mit dem Drift Club. Ja, vierte Folge können wir am besten den Drift Club mal angehen. Ja, wenn man 4 Kilometer jetzt. Oh, das ist ja... Boah. In 400 Metern haben wir nicht gequält ein direkt, ne? Quält ein mit dem Dings. Im Race. Zornbugs haben wir da. Alter. Du hast Zornbugs gerade gehabt. Hier wahrscheinlich dann auch. Oh, oh, fetter Baum. Route wird neu berechnet. Alter, wir haben es fast durchgeschafft. Guck mal, jetzt statt 4 Kilometer nur noch 800 Meter, das ist doch... Haben ein bisschen Zeit gespart hier. Fuck. Alter, diese Bäume. Ich meine, kann man jetzt schon mal kleiner rüber fahren, nur mit den Red 3, wenn das halt die Palmen von umfahren konnte. Wir sind ja vielleicht auch kleinere Bäume. Alter, das ist diese Bäume. Ah. Ist das hier der Steinbruch oder was ist hier? Nee, ist nicht der Steinbruch, sondern das ist woanders. Rechts abbiegen. In 100 Metern hast du dein Ziel erreicht. Ich mal wieder einen anderen Wies bin hier. Ah, haben wir sogar noch. Okay, dann können wir alleine mal von dem Rennen machen. Pfeife, Hupe. Ja gut. Eine Hupe. Wenn ich da runter oder rüber wäre geiler gewesen, so ein Auto, also ein Datsun und ein... Ah nein, ich weiß nicht. Du hast dein Ziel erreicht. Aber gut. Stellt euch mal vor, ihr werdet mit so einem Taxi abgeholt. Ah, wäre schon nicht schlecht. Ich meine, mit dem Taxi, was 39 PS hat, würde doch jeder gerne mal mitfahren, oder? Oh, Alter, diese... Gerade die Gaspedale gesehen, Alter, wie hier aus. Mann, wir haben noch so viel zu tun in den Forza, in den nächsten Forza-Folgen. VWs wollte ich auch mal aufbauen. Sieht aus wie ein Trabi, oder ist es sogar ein, ist es sogar ein Trabi? Aber es gibt, aber Trabi wurde doch offiziell nicht in die Liste reingepackt. Alter, wir haben schon mehr mit Forza-Problemen zu kämpfen mit dem Soundbugs, Alter. Alter, das ist so nervig. Aber egal. Wir können einfach alles auf niedrig machen, ob das was bringt, weiß ich nicht. Weil an sich ist das ja... Ja, aber doch, könnte man auch mal ausprobieren. Ich werde mal in den nächsten Mal ein bisschen weiter experimentieren mit der Performance. Gut, das werde ich mal in den Griff kriegen. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Na, ja, Driften hat fast geklappt. Ich weiß auch gar nicht, was angenehmer ist, irgendwelche Soundbugs zu bekommen oder halt einfach irgendwelche Lags. Also Standbilder. Das ist die Frage, was angenehmer wäre. Dabei Soundbugs, weil dann kannst du immer noch wenigstens flüssig fahren. Beim Links hast du... Beim Standbild hast du halt Sound, aber... Der halt nichts, weil du halt Standbild hast. Ja gut, jetzt habe ich halt ein Standbild bekommen, danke. Auch mal von Standbildern rede ich hier, ne? Und Soundbugs. Aber ist mir egal. Ich stehe echt nicht, ne? Red Rare war auch so frei. Ich die ganze Zeit immer gut, irgendwann, irgendeinen Tag meint das noch so ein Loop. Ich hab jetzt komplette Lags und alles und lasse den Prozessor komplett aus. Aber davor ging alles mal perfekt gut. Ich weiß es nicht, woran das lag. Also woran das liegt generell, das sieht man noch, das ist ja nicht weg oder so. Aber Red 3 wäre noch ekliger, müsst ihr euch vorstellen, das wäre noch ekliger. Ich weiß nicht, es fällt irgendwie gerade 1 Uhr nachts oder so, glaube ich. Ungefähr. Ich weiß nicht, ist... Das ist nicht härter, aber es ist trotzdem, ich schwitze gerade.
Boah, die Sonne macht dreh mich auf, ne? Alter. Aber egal. Ich weiß gar nicht, warum es mir so warm ist, ey. Ich muss da immer Fenster aufmachen. Aber egal, was richtig ist. Wir können auch gerne über das Game weiter reden, über den 930 PS Taxi. Das ist halt die Frage, warum gibt es keine getunten Taxis? Dann könnte man auch mal machen, so einen getunten AMG oder so. Mit Mercedes Taxis gibt es ja genug, wenn dann nochmal so ein getunter AMG nicht abholt, wäre doch nicht schlecht. Das ist, glaube ich, jeder Fan, oder? Aber gut. Auch noch mal bekommen. Die Schwierigkeit gerade ja durch die Lags, ne? Nee, mal 6, ja. Alter. So, und jetzt wollte ich ja noch einmal gucken. Wegen Polierung, beziehungsweise ob es da eine Ghostbusters-Polierung gibt. Und das auch noch mal gleich, dann haben wir noch ein paar Fähigkeitspunkte eingesetzt. So, jetzt einmal kurz zum Festival nochmal, dann gucken wir nochmal, ob es dann so eine krasse Folierung gibt oder irgendwie, keine Ahnung, so in so einem Pizza-Service oder so, keine Ahnung. So. Ob es irgendwas, das geil ist? Ja, okay, wow, wer hätte gedacht, eine Taxifolierung. Eine Rockstar-Folierung. Oder eine Born-Hub. Das heißt, das Game. Oder so eine Dominos. Bei dir halt... Ja, das ist halt... Ach komm, ich glaube, wir packen eine Rockstar-Folierung noch drin. Also eine Rockstar-Folierung ist echt geil bei dem. Hat einfach gar nicht ahnt, beziehungsweise gar nicht davon ausgeht, dass es dafür nur... Aber gut, ich bin noch nicht ausgegangen, dass es ein Breitbock-Kit dafür gibt, aber okay. Ist halt wohl alles möglich. Wie sieht der denn jetzt aus? Aber ich glaube, das ist nicht für das Breitbock-Kit konzipiert. Also es sieht halt... Sind aber egal, trotzdem geil. Gut, dann würde ich auch sagen, was immer wieder für die Folge. Wir haben da, glaube ich, so 20 Minuten die Folge gehalten. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare oder bewertet das Video einfach und im nächsten Video werden nochmal die Schweinfunde angehen und jetzt nochmal den Pontiac Firebird auf Offroad umbauen. Also von daher sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Haut rein! I should fuck her in the best, yeah.